Neues Trikot, alte Leistung. Ein Einstand nach Maß feierte Yogi Bitter beim TVB Stuttgart. Beim Sieg gegen den Bergischen HC war der Keeper kaum zu überwinden und hatte einen großen Anteil am Big Point im Abstiegskampf. Brandgefährlich war Patrick Zieker. Der Linksaußen vom TBV Lemgo zeigte sich gegen den THSV Eisenach mit 10 Toren und einer Wurfquote von rund 77% bestens aufgelegt. Klarer Fall, Mannschaft des Spieltags. Die Niederlage gegen den THW Kiel konnte Europameister Julius Kühn nicht verhindern. Allerdings war der Rückraumriese bester Werfer des VfL Gummersbach. 8 Buden sind eine starke Leistung und gehören belohnt. Einen Sahnetag erwischte Andi Schmid von den Rhein-Neckar-Löwen. Gegen Frisch auf Göppingen traf der Spielmacher, wie er wollte, und war nicht zu bremsen. Damit zieht der Schweizer auch in der Mannschaft des Spieltags die Fäden. Zwar verlor der SC Magdeburg das Ostderby gegen den SC DHFK Leipzig. An Rückraumshooter Nemanja Selenovic lag das jedoch nicht. 7 Tore und 5 Vorlagen sind Topwerte für den Serben und der Grund für seine Nominierung. Seine Treffsicherheit brachte dem TVB Stuttgart den Erfolg gegen den Bergischen HC. Egal ob aus dem Spiel oder von der 7-Meter-Linie. Michael Spatz nutzte seine Chancen eiskalt und war mit 8 Toren bester Werfer der Partie. Mr. 100% ist Christoph Teuerkauf. Beim Überraschungssieg von Barlingen gegen Wetzlar versenkte der Kreisläufer alle seine 5 Würfe und war ständiger Unruheherd im Angriff. Damit gehört auch er in die Mannschaft des Spieltags.